Ach. Oh. Die bringt schon was, so aufsteigen. Das möchte ich in der Höhenstärke, scheint mir wichtig. Beweglichkeit, ja. Vitalität vielleicht auch. Hm. Ich mach mal Stärke noch um 1 höher. Mach ich Stärke noch um 1 höher? Zauber, ne. Acht. Mhm. Also ich gab 800. Das wäre wahrscheinlich so bei 400 nochmal 800. Ne, das reicht nicht. Gut, da lang bin ich gleich am Anfang gelaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Da runter. Kann man da runter? Funktionieren diese Springen hier genau? Ne, dann. Ja. Kann man da reinspringen? Nein, okay. Ich glaube nicht, so war ich jetzt überall so ziemlich. Oder gibt es hier noch irgendwo einen versteckten Durchgang, durch den ich gesehen habe? Mal, was haben wir da hinten noch so? Bis da. Ne, da ist nichts, okay. So eine Karte wäre auch geil. Da oben komme ich nur wieder in die Stadt, glaube ich, gut. Den Schmied. Ich vermute mal nicht, dass ich den Schmied gekillt bekomme. Ich würde einfach nur gerne an ihm vorbeigehen. Ich habe doch nur aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Was war eigentlich da lang weiter noch? Nicht mehr so viel. Okay. Ein paar Scherben bräuchte ich noch. Diese komischen Typen da mit ihren Degen haben noch eine Scherbe gebracht, oder? Aber ich weiß, dass es da auch noch weiter ging bei dem. Haben die nicht immer eine Scherbe oder so abgeworfen? Kann ich da mal einen locken? Einen? Hallo? Wenn ich die jetzt angreife, locke ich beide, ne? Ja, komm doch mal her. Ach, fick dich. Ah, oh, fick dich doch. Oh, ich töte jetzt schon mit einem Schlag. Finde ich gut. So, ich war ja noch gar nicht drin, ne? Ich bin. Nee, ich habe die einmal von außen aus Versehen angelockt. Oh. Und dann habe ich mir gedacht, lass mal nicht weitergehen. Wer weiß, was da noch drin ist. Ist nicht viel, okay. Die haben jetzt keine Scheibe gedroppt, oder? Nee, ich brauche aber mindestens 2. Und noch ein paar Level-Ups. Oh, ich bin inzwischen stark genug, die so zu benutzen. Naja, benutzen. Nun. Ich brauche, glaube ich, noch 1-2 Stärke, damit ich die benutzen kann. Was geht hier schon wieder ab? Achso, da ist noch irgendwo diese Bogenschütze.
Ich sag's aber, so eine helle Bade, ne? Bin ich überzeugt schon so als Waffe, ne? Ist hier eigentlich noch irgendwas? Nee. Was war da hinten noch? Oben ging es, glaube ich, nicht weiter und unten war der scheiß Schmied, ne? Der überhaupt keinen Spaß versteht. Ich muss dann den... Nee, warte mal, ich bin schon ganz oben. Stimmt, es ging einmal runter zum Schmied und nochmal runter zu... Was auch immer. Oh, hier geht's auch lang. Ach stimmt, hier hinten war dicht, ne? Was bist du? Du bist kein Gegner. Nee, du bist... Das Michelin-Männchen für Arme. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katharina. Ja, die haben wir schon geredet, oder? Okay. Ich weiß, also man könnte sich hier unten unter durchquetschen, glaube ich. Sieht nicht so aus, als käme man da gar nicht durch. So, die nächste Frage ist, möchte ich mich nochmal mit diesem Schmied behängen? Nachdem ich jetzt einen besseren Schmied gefunden habe. Warum nicht? Das Problem ist, ich fürchte, wenn ich jetzt... dass ich dem nicht gewachsen bin. Ich glaube, den soll man nicht so einfach töten können. Er hat nicht mal eine Waffe. Er hat auch nicht mal eine richtige Rüstung. Macht aber halt unverschämt viel Schaden. Ich kann halt nicht ausweichen, ne? Okay, der ist... Nee, ich komme also... Ich komme nicht mehr an ihm vorbei. Also komme vielleicht an ihm vorbei, wenn ich ganz schnell laufe. Aber das Problem ist, wenn ich ganz schnell laufe, ist halt das Vieh direkt dahinter. Und töten die sich gegenseitig? Ach, ich hätte an dem... Ich glaube nicht, dass die sich gegenseitig töten. Ich glaube, den Gefallen tun sie mir nicht. Will ich einfach an dem Vieh... Kann ich an dem Vieh einfach vorbeilaufen, ist die Frage. War da Nebel? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie ist überhaupt so der Zustand meiner Ausrüstung? Kann man das hier irgendwie... Nein! Helle Bade, wo bist du hin? Ich kann mir nicht mal den Zustand von der Waffe hier ansehen. Och, das ist ja... Das ist ja richtig kacke, du. Dann kommen wir mal schneller her. Habt ihr nicht manchmal Scherben gedroppt? Hier liegen noch genug Scherben rum, was soll denn das? Ach, die Bänke kann man auch kaputt machen. Dann haben wir hier noch mehr Scherben. Naja, sind eher Splitter. Gibt's hier Splitter? Ah, das war jetzt nicht so, was ich beabsichtigt hatte. Ah.
Lief doch nach Plan. Fällt mir ein, ich habe auch noch diese Stulpen gefunden. Waren das die Gamaschen? Ah, die sind halt wieder sau viel schwerer, ne? Aber schützen halt auch mehr. Nur gegen das erste. So war ja noch irgendwas, das man töten könnte. Man könnte den Drachen töten, aber. Da müsste ich bogen. Man könnte noch einen von diesen schwarzen Rittern, die habe ich noch gar nicht gekillt. Oder die waren immer sehr viel zu stark für mich. So, oh, Moment. Hüllensoldatenrüstung. Kann man unendlich viel Ausrüstung mitnehmen? Oder ist das Inventar irgendwann voll? Aber ich brauche auf jeden Fall noch so ein bisschen mal. Also ich muss meine Hellebarde, glaube ich, nochmal so ein, zwei Mal aufrüsten. Ich weiß nicht, wo da das Limit ist. Ah. Es liegt hier oben, wie nett. Achso, stimmt. Ich bin ja auch hier hochgerannt, ich Idiot. Okay, wir wollen nicht nach ganz unten rennen, weil wenn ich da sterbe, ist alles wieder weg. Aber so einen großen schwarzen? Kann ich da rüberspringen? Ja, nee, ich glaube, man kann so Sachen nicht überspringen, ne? Auch wenn das so aussieht, als wenn es da hinten noch irgendwas gäbe, geht das, glaube ich, nicht. Gut. Das ist das spannende Teil, glaube ich, wo ich nichts Sinnvolles tue. Dann hätte ich noch mehr Bogenschützen. So aggressiv, junger Mann. Stolperst nur und stirbst dann. Das kannst du doch auch nicht wollen. Der hat einen Speer. Ich glaube, Hellebarde ist da. Hui. 265, Junge. War ja nicht noch so ein Typ. Komm, ich brauche noch ein paar Seelen. Seelen. Mama braucht ein neues Paar Ausrüstung, Schuhe. Ich brauche keine neuen Schuhe. Ich nehme sie mit, wenn ich welche finde, aber ich muss sagen, wenn man Gegner mit einem einzigen Treffer töten kann, sind die viel einfacher. So, hallo. Ich kann ihm sein Schild wegschlagen. Oder, naja. Bisschen Übung brauche ich noch mit dem Schild. Kann man auch Rüstungen verstärken oder nur Waffen? Das ist jetzt die Frage, die uns. Die wichtig ist. Lebst du ja noch? Soll der Unverschämtheit? Der Unverschämt. Ah, kleine Scherbe. Rektors. Immer wieder scheiße. Hier war aber, glaube ich, dann auch nichts mehr. Hier ist eine Möglichkeit, wieder nach unten zu springen. War hier noch irgendwo was, das ich ignoriert habe. Da unten ist noch das dicke Vieh. Das habe ich schon. Das kommt auch nicht wieder. Nee. Okay. Kurz mal überlegen. Level Up ist schon wieder in greifbarer Nähe. Finde ich gut. Was war da hinten noch? So. Da war diese Abkürzung, die ich jetzt nicht nehmen werde, weil die Bogenschützen, Armbrustschützen, die schützen mich die ganze Zeit.
nicht beschützen. Oben beim Boss waren doch noch ein paar Gegner. Also nicht direkt beim Boss. Aber wenn ich hier hochgehe. Hast du noch eine Scherbe für mich? Komm, zeig doch mal. Scherbe. Das ist keine Scherbe. Dieser Kackmagier ist nicht mehr da. Nee. Soll ich bei den Gegnern sterben? Das wäre ein bisschen peinlich. Weil ich weiß nicht, warum das peinlich wäre. Weil ich das sage. Easy, und da ist zerbrochenes Schwert. Was soll ich denn damit? Ich meine, ich müsste die Scheiße halt erstmal verkaufen können, um damit irgendwas anfangen zu können. Ah, bist du meine letzte Scherbe? War ich da oben schon? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich vermute mal ja. Ach stimmt, da war diese verschlossene... Oder keine verschlossene Tür? Okay. Dann habe ich das falsche in Erinnerung. An dem Moment, die war tatsächlich zu, ne? Aber da konnte ich mich reinrollen. Und da war dann was? Geht's nicht zum Boss, das ist... Ach stimmt, da habe ich diesen Typen freigelassen. Ne? Richtig, richtig. Ich erinnere mich genau. Als ob es vor 2 Wochen jetzt gewesen wäre. Hier stehen lauter Stühle. Wahrscheinlich irgendjemand eine Stuhlsammlung. Ernsthaft, warum stehen da so viele Stühle rum? Also hier gibt es noch Sinn. Hier sind so Tische und so. Und dann so Bänke an der Wand. Aber warum stellt man einfach so Stühle da rein? Ich meine... Wer denkt sich, hey, ich lass mal eine Stuhlsammlung machen, oder? Ja, das gibt keinen Sinn. Gut, wir gehen jetzt nicht zum Boss, weil... Der ist noch eine Nummer zu groß für uns. Ist hier ein Feuer, wo ich mich hinsetzen kann? War hier unten nicht ein Feuer? Tschüss, Performance. Aber es ist noch nicht abgestürzt, das ist doch auch schon mal was. War hier nicht irgendwo ein Feuer? Ah, da unten ist ein Feuer, aber da kann ich mich nicht hinsetzen. Aber... Muss ich jetzt wirklich zurück zum Start, weil hier kein Feuer ist, oder was? Gut, ich wollte eh nochmal zum Start, stimmt. Ich wollte dann vom Start aus... Kam man ja hier rein, ich wollte nochmal gucken, ob ich jetzt von diesem... Schwarzen Ritter oder was das da schon soll... Kind bekommen wir euch nicht. Aber so ein Hellebarde macht einen Schlangenfuß. Ja, das ist der richtige Ort. Ich habe gerade überlegt, ist das überhaupt die richtige Richtung, aber ich glaube, so viele Alternativaufzüge habe ich hier gar nicht. Du hast auch nichts mehr Neues zu sagen, oder? Erstmal ins Feuer gehen. Aber dann denken, kleine Kinder. Wenn es euch nicht gut geht, einfach mal ins Feuer setzen. Einfach mal ein Feuer machen. Auch nicht Mama und Papa fragen, einfach Feuer machen. Ich bin auch ein kleines Kind und frage auch nicht meine Eltern, ob ich Feuer machen darf, wenn ich hier am Boden meine Würstchen grille. Leute sagen immer, warum nimmst du nicht den Backofen?